Gratulation an Hendrik Pekkelau und seine Mannschaft. Hendrik, gerade in den ersten 20 Minuten haben sie sich extrem schwer getan. War es nach dem Champions-League-Spiel in Zagreb kompliziert, heute sich auf dieses Spiel zu fokussieren, den Rhythmus zu finden? Nein, absolut nicht. Wir spielen ja generell alle drei Tage. Deswegen war es für uns nicht schwer. Wir haben einfach am Anfang unsere Chancen nicht genutzt, haben einige technische Fehler gemacht und so haben wir den BRC im Spiel gehalten. Merkt man natürlich auch in jedem Spiel, es geht ums Torverhältnis. Da geht dann auf der Bank so ein bisschen die Hektik los in der Schlussphase, als der BRC noch einmal aufkam. Da gab es vom Trainer auch so hin und wieder ein paar sehr direkte Worte. Ja, er war auch im ersten Halbzeit einmal ganz sauer, als wir in Überzahl zwei Tore kassiert haben von 10-6 auf 10-8. Da wurde er wieder ein bisschen rot im Gesicht und natürlich, sowas darf uns nicht passieren. Vor allem zu Hause nicht. Wenn man da das konsequent durchzieht, dann ist der Gegner schon relativ angeschlagen und dann wird es schwer, nochmal für ihn hochzukommen. Und das haben wir in der ersten Halbzeit nicht geschafft. Sie haben nur noch zwei Heimspiele im Rest der Saison in der DKB Handball-Bundesliga. Siebenmal müssen Sie noch auswärts antreten. Ist das etwas, was Ihnen ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet? Nein, absolut nicht. Wir können genauso auswärts unsere Punkte holen. Und das haben wir bisher in der Saison auch gezeigt. Blick noch voraus auf den 1. April. Da gibt es das Länderspiel in Köln gegen Dänemark. Sie waren gegen Katar bei den beiden Länderspielen nicht mit dabei, krankheitsbedingt. Jetzt sich wieder zeigen zu können gegen eine Weltklasse-Mannschaft wie Dänemark. Für Sie auch ganz wichtig, denn der Bundestrainer hat ja gesagt, es gibt keinen Bonus für die Europameister. Ja, ob man sich jetzt unbedingt zeigen will, natürlich will man auf sich aufmerksam machen. Aber bis zu Olympischen Spielen sind es noch 4-5 Monate hin, da kann noch so viel passieren. Ich glaube, jeder muss von uns seine Leistung erstmal in der Bundesliga bringen, um überhaupt bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Und wen natürlich dann am Ende der Trainer nominiert, das ist seine Sache.